Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Batman und Sprungspritzer. Ronny ist hier am Start. Und ja, Mates, heute gibt es von Keydrop. Die haben mich angeschrieben und gesagt, die haben ein neues Giveaway Future auf ihrer Seite, ob ich das testen will. Gefragt, ja, klar, können wir machen. Dann haben die gesagt, die geben mir 250 Tacken, wo ich ein Giveaway erstellen kann. 250 Tacken, Freunde. Da würde ich sagen, slidet ihr direkt so wieder uns hier gleich rein. Ja, machen wir, oder? Alter, uns sehe ich da aber garantiert. Direkt nachdem wir das Video aufgenommen haben, ist der da schon reingeslidet, Junge. Ist der da schon reingeslidet? Kommt drauf an, wie viel mal aufladen, das weißt du? An sich natürlich. Gambling ist erst ab 18 und auch nur mit Kohle, die übrig habt. Ganz, ganz wichtig. Betrag festlegen, hallo? 250? Nee, das ist, wie viel die Leute aufladen müssen, dass sie teilnehmen. Ach so. Über deinen Code. Und du musst halt links die Items auswählen. Ah, aber muss der Promocode das sein oder kann ich den ändern? Ich glaube, okay, das Corona kann das richtig ändern, weiß nicht. Nee, kann ich nicht ändern. Also muss man dann den Link da genau benutzen. Maximale Benutzeranzahl, maximal 1000. Okay, unbegrenztes Datum des Beginns der Ziehung. Also wann es ausgelost wird. Ich glaube, das unbegrenzt ist. Ich glaube, das ist ein bisschen schlechtes Deutsch, oder? Ja, genau. Ja. Machen wir hier bis zum 30. Das sind 7 Tage, dann kann ich noch ein paar Videos promoten. Hier zum 30. Mach mal lieber Sonntag, oder? Da haben die Leute noch das Wochenende Zeit. Sonntag irgendwie 20 Uhr oder so. Hier? Oktober? Ja, oder? 2. Oktober, 22 Uhr. Ja, das ist doch geil, oder? 2. Oktober, 22 um 22 Uhr, Junge. Jetzt 250 Tacken. So, 3 Preise max mit ihrem Kontostand ausgewählte Skins. Alter, das Deutsch ist hier halt aber auch. Aber du musst halt 3 Skins auswählen für den Preis, aber das passt ja gar nicht. Warte, sind das? Ah, das sind Skins, die ich im Inventar habe. Moment, ja. Freunde. Dann ziehen wir kurz was Geiles für euch. Ist natürlich eine leckere Sache. So, dann ziehen wir was Geiles für euch. Ey, ist nice, Alter. Ist echt nice, ne? Und wie eben Knife-Kiste, Glove-Kiste und du brauchst halt. Ich muss auch 3 Items im Wert von 250 Dollar, wa? Genau. Dann gibt es auch 3 Gewinner. Das ist cool. Ich weiß nicht. Gibt es denn 3 Gewinner? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wir gucken das jetzt nachher nochmal genauer an. Also es gibt auf jeden Fall einen Gewinner. Auf jeden Fall einen wird es geben. Ich würde eigentlich sagen, die Kiste, die uns reich gemacht hat, die Serpent Case, die machen wir jetzt 10-mal auf und dann packen wir davon hoffentlich 200. Jetzt müssen wir halt ein bisschen mathematisch müssen wir halt hier mit einer. Oh Gott. Da braucht man gar nichts rechnen. Ja, brauchen wir gar nichts rechnen, da ist nichts dabei. Ey, wir sind gleich Bruch. Wir müssen hoffen, dass wir nach den Kisten noch 250 Dollar haben. Du musst halt dreimal mindestens 80 Dollar ziehen, oder? Ja. Gut, dann haben wir einmal 80. Wir haben bis jetzt jede Kiste trotzdem Minus gemacht. Achso, Upgrades gibt's ja auch noch, stimmt, ja. Oh, okay. Das sind schon 70 oder so. Ja, gut, aber. Ja, schon knapp. Könnte was werden, ansonsten müssen wir noch Upgrades machen. Und um fair zu sein, hat der Dude mir auch schon am 19., also vor 4 Tagen hat er mir geschrieben, aber ihr kennt mich ja, ich bin immer ein bisschen von der langsameren Sorte. Kann ich nicht nochmal neu öffnen? Ey, die Kiste hat uns mal reich gemacht und jetzt ist hier so. Ja. Macht die hier so Auge, Alter. Muss man halt mal einen Big Boy ziehen. Oh, schau. Geht das ist echt so. Die wäre krass, die ist erfern, glaube ich. So. Jetzt gucken wir aber mal. Jetzt schauen wir mal im Upgrader, was wir da zusammenkriegen. So, jetzt müssen wir hier mathematisch natürlich ein bisschen Köpfchen beweisen, ne? So. Also die 3 hätten wir eigentlich so. Also die 3, ja, was ist noch nicht, Digga? Es ist noch nicht on point. Skill-tested. Guck mal, wenn ich jetzt wahllos Skins oder was? Nein. Jetzt überleg doch mal. Jetzt haben wir 170 und 80 sind 250. Ja, da sind wir super close dran, Junge. Oh. Da sind wir wirklich super close dran. Und wir nehmen noch die Balance, oder? Das wäre relativ safe dann. Wenn ich jetzt verkacke, Junge, wäre ein richtig Absturz. Oh, Hammer. 75% gewonnen. Freuen kannst du dich ja nicht, da kannst du dich nur aufregen, wenn es in die Hose geht. Okay, also die ersten beiden werden auf, auf jeden Fall behalten. Guck mal erstmal, hier. Oder? Ah ja, das sind 248, Junge. Willst du jetzt noch weiter Upgrades machen oder jetzt direkt das Giveaway? Weil das sind ja hier auch schon ein paar ältere Skins, oder?
Wir könnten es nochmal anders probieren. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht noch das hier hinkriegen. Aber wenn es drei Gewinner kriegt, wäre es natürlich cool. Ach nee, Digga, komm, lass uns. Ja, wir wollen jetzt gleich wieder Bruch sind, ey. Ja, wir probieren es noch einmal, ob wir hier schönen Skin hinkriegen. Kill confirmed hier, krass, ne? Ja, krass schöner Skin. So, komm, letzte Upgrade, das probieren wir jetzt noch, wenn das nichts wird. Och, Digga. Fuku, Alter, mit dem Ticket hättest du alles machen können. Schmeckt, Alter. So, jetzt haben wir mal, das dazu packen. Ah ja, jetzt sind wir der Sache noch näher gekommen. Aber dann gibt es halt nur zwei. Wir gucken jetzt erstmal, ob es überhaupt mehr Gewinner gibt. Dann gehen wir bei ihr stellen. Dann so, zack. Stellen, ja. Genau. Machen wir ein Datum oben. Also, ihr müsst mindestens $2 aufladen. Das kannst du auch ändern, ja? Egal, $2 lass mal. Die sind so gute. Preis Max, das steht oben. Ah ja, stimmt. Wollten wir ja am 2.22, 21 Uhr. Preis Max. Also, ich glaube echt, dass das eine einfach gewinnt. 0 von 3, Anzahl der Skins. Gesamtwert, ein Giveaway-Schein. Da kann sein, dass es nur einer gewinnt, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube schon, ja. Wenn, dann kann man ja nochmal. Wenn das klappt, dann mehrere machen, weißt du? Ja, das klar. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schmack gefallen fürs Giveaway. Können wir auf jeden Fall noch eins machen. Diese Herausforderung öffnen, Anzahl der Cases. Muss ich dir was hinzufügen? Nee, ne? Nee, du kannst halt machen, dass Leute die Case aufmachen müssen, um dann teilzunehmen bei dem Giveaway. Zum Beispiel eine Chronicase oder so. Nee. Theoretisch. Wir machen hier mit dem Code. Der Code wird dick im Video stehen und auch dick unten drunter. Und dann machen wir hier erstellen. Erstellen, ja. Gucke, da ist auch direkt ein Link. Da ist direkt ein Link. Ja, das mal kopiert. Schick mal rüber, hallo? Den haben wir uns geschickt. Ja, Ticket 1 ist weg, Freunde. Ticket 2 könnt ihr noch holen. Aber ist geil, Digga. Ja, steht noch dran. Giveaway will start. 9 Tage, 1 Stunde. Also, ich glaube, das ist genau $2. Musst du einen Mindestbetrag von $2 auf dein Konto einzahlen. Der verbleibende Betrag beträgt $2. Ja, Digga, ihr müsst auch mal überlegen, Freunde. Wir haben aktuell zwischen 400 und 500 Aufrufe. Das heißt, wenn da 100 Leute mitmachen, ist es viel, ne? Die Ratio ist 1 zu 100 in dem Fall. Dann stehen aber $2 zu 2,50. Naja, also werden alle mitmachen. Kann man ja mal gucken, nochmal zwischendurch ein Video machen, ob das Video wie läuft, aber gut sind. Wenn 100 Leute mitmachen, also die Odds sind auf jeden Fall gut. Weil das ist besser als auf dem Jahrmarkt hier mit den, mit den Tickets. Aber genau, genießt aber auf jeden Fall das Giveaway. Ich hoffe, ein aktiver Spritzer gewinnt's. Und in diesem Sinne, haut rein und viel Glück. Macht's gut.